Also ich bin ja in den USA aufgewachsen, also geboren. Und ja, ich denke, es war üblich in den USA, dass Kinder mehrere Sportarten gespielt haben. Nicht nur eine, aber zwei, drei. Und ich habe dann natürlich mit Fußball angefangen und dann habe ich auch noch Baseball dazu gespielt. Und ja, aber ich denke, schlussendlich war dann der Entscheid relativ einfach, dass ich beim Fußball bleibe. Mein Vater war früher Goalie, mein Bruder war Goalie. Dann haben wir oft auch draussen halt, als Familie geshootet und so. Ja, ich bin dann schon ein bisschen aus der Reihe getanzt, als ich gesagt habe, dass ich nicht Goalie werden möchte. Ja. Ja, ich denke, so ist das Ganze gekommen. Natürlich, Frauenfußball in den USA war natürlich auch so ein riesen Hype an dem Mal gewesen, immer noch. Und ja, ich denke, darum bin ich auch beim Fußball geblieben. Ja, also ich denke, für mich ist es relativ klar gewesen, dass ich sowieso für die Schweizer Nazi spielen, wenn ich die Chance bekomme. Aber klar ist es speziell, wenn man die Hymne von USA hört und mir, ich bin geboren, habe schon einen grossen Bezug zu diesem Land. Und klar habe ich im Kopf schon ein bisschen mitgesungen, aber ja, ich meine, mein Herz schlägt eindeutig für die Schweiz und ja. also mein bester Moment mit der Schweizer Nazi war dann, als wir uns für die WM qualifiziert haben. Und zwar sind wir als ganze Team sind wir im Meetingraum gehockt und haben alle zusammen Island-Dänemark geschaut. Und das war so ein entscheidendes Spiel, ob wir jetzt also wirklich dabei sind oder nicht. Und dann, ja, wo abgepfiffen worden ist, sind alle am Jubeln gewesen, am Schreien gewesen, alle haben sich umarmt, wir sind am Singen gewesen, es haben sich einfach alle riesig gefreut. Und es war einfach so ein schöner Moment gewesen mit dem ganzen Team, das einfach zu teilen, einfach die Freude, dass wir das geschafft haben, an die WM können zu gehen, alle zusammen. Und ich glaube, die Freude war einfach riesig gewesen und es war einer der schönsten Momente gewesen bis jetzt.